Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Daniel Fischer. Guten Morgen um 6:30 im FFH-Land. Ja, wir hatten es gerade vom Supercup, ne? Der Bayern gegen Dortmund. Da hat als letzte Amtshandlung für immer Bibiana Steinhaus gepfiffen. Schlusspfiff für ihre Karriere. Ist ja bis heute die erste und einzige Schiedsrichterin, ne? Ja. Die in der Fußball-Bundesliga auch jemals ein Spiel geleitet hat. Ja. Krass. Vor 3 Jahren, 2017, hat sie damals, ich glaube, Bremen gegen die Hertha gepfiffen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und sie hört nicht auf, weil sie zu alt ist. Sie ist 41, also da kann man doch nicht von Alter sprechen. Aber sie ist mit dem Ex-Schiri Howard Webb zusammen und der lebt in New York. Und ich glaube, das ist, also für eine Wochenendbeziehung kann New York schon belastend sein. Sie sagt ja, über die Gründe schweigt sie. Wir mutmaßen. Wer weiß. Wir mutmaßen. Ja, also so oder so, Dankeschön fürs Durchhalten. Ne? Ich glaube, das war kein einfacher Job in all den Jahren. FFH? Das Wetter. Ja, Nebel, das ist so zum Start in den Oktober jetzt durchaus heute früh ein Thema. Beispielsweise rund um Frankfurt oder Wiesbaden und Mainz. So ein paar Nebelschwaden, in denen man nicht weiter als 100 Meter schauen kann, ist dann durchaus mal vorhanden. Und deswegen, wenn Sie eine Nebelbank sehen, bitte auf die Bremse gehen, umsichtig fahren. Die Zeit geht jetzt wieder los. Also, heute früh neblig, ansonsten am Vormittag vielleicht noch ein bisschen Sonne im Nebel. Aber wir haben natürlich auch ein neues dickes Regentief. Also es ist alles dabei. Sie merken es jetzt. Nebel, Temperaturen so um die 6 bis 12 Grad. Nachher am Vormittag ein klein bisschen Sonne und ab heute Mittag neue Regenwolken. Also herbstlich wechselhaft. Und das Ganze heute umgerührt mit 13 bis 19 Grad. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Hessens Next Top Kuh. Die schönste Kuh im FFH-Land. 4 Kühe, 4 Moderatoren und 1 Land, das abstimmt bei uns in Web und App. Die Kuhgewinnerin kommt dann tatsächlich auf 1 Million Milchpackungen von Schwäbchen. Johannes, Evren und ich haben ja unsere Favoriten gewählt. Und du, Daniel, hast deine persönliche Top-Traumkuh auch besucht. Es ist Leonie aus Grebenhain-Bermutshain, ja. Ne, im Vogelsberg. Ja, und die ist so lieb. Das ist schon eine Aussage. Also für mich war das ja auch neu mit Kühen. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist außergewöhnlich. Das ist eigentlich eher ein Hund. Die sind auch sonntags mit ihr spazieren gegangen. Ehrlich? Durch Bermutshain, ja, an der Leine. Ja. Geil. Und dementsprechend, die ist so zutraulich. Ja. Also du musst ständig gucken, die steht dauernd hinter dir. Ja? Ja. Sehr und süß. Stichwort Apfel, mit denen hast du Leonie ja bei deinem Besuch schön bestochen, gell? Guck mal, hier vor mir steht sie auf der Weide und kaut einen Apfel. Hallo Leonie. Ich habe gelernt, man muss erst die Hand hinhalten, damit wir uns gleich ein bisschen anfreunden. Die ist in Topform, 450 Kilo. Vielleicht auch, weil sie sich komplett vegan ernährt. Wer weiß, sie sieht auf jeden Fall traumhaft aus. Offiziell ist es eine rot-bunte. Für mich ist es mehr so fuchsrot. Ja? Leonie, ich habe 2 gute Nachrichten für dich. Die erste, du bist Finalistin bei Hessens Next Top Kuh. Die 2. gute Nachricht, das wird dich vielleicht noch mehr freuen. Ich bin nicht als FFH-Kühlinstructor hier. Ja. Guck, da freut sie sich. Tief durch, gell? Ja. Oh Gott. Also, da können deine Heike, ja. Johannes Elsa und Evrens Heidi nur ganz schwer mithalten. Ja, das ist Wahnsinn, ey. Da bist du einmal nach Grebenhain. Siehst du? Geht schon los. Gefahren in Vogelsberg und klopfst dir die großen Sprüche. Ja. Allein die Fahrt, ja, war großartig. Der Vogelsberg, sehr schöne Gegend, schöne Grüße, passend zu meiner Leonie. Und damit Sie sich Leonie vorstellen können, ich weiß nicht, ob Sie ja schon mal geguckt haben, ich beschreibe sie Ihnen gerne. Diese großen braunen Augen, die mich gerade angucken. Hallo Leonie. Ja, guck mal hier, und die Zunge kommt raus. Boah, die hat einen Grip. Die ist wie Schmirgelpapier. Leonie, sehr familiär eingestellt. Die ist hier zu Hause mit Mutter, mit Schwester. Der Vater ist bekannt. Das ist auch außergewöhnlich, habe ich mir sagen lassen. 450 Kilo wiegt sie, 2,5 Jahre ist sie alt. Hat so einen kleinen Höcker auf dem Kopf, so einen weißen. Keine Hörner, Schlappohren und schwarze Punkte auf der Nase. Also daran kann man sie erkennen, an den schwarzen Punkten. Die sind ganz außergewöhnlich. Leonie, weißt du was? Du bist eine echte Laufsteg-Lady. Der Steg, nicht das Steg. Gut, so ein Spruch musste ja kommen. Fotos und Videos von unseren 4 Finalistinnen sehen Sie in Web und App. Da ist auch dein Video mit Leonie zusammen. Und Sie können da dann auch ganz am Ende der Seite für Ihre Favoritin abstimmen. Und da kann es nur eine geben für Hessens Next Top Kuh. Meine Braunvieh-Kuh Heike.
Hessens Next Top Crew. Zusammen mit Schwälbchen. Hitradio FFH. Wir lieben Hessen. Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Sojamilch? Sehe ich aus wie der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Hä? Brokkoli? Hast du noch nie drüber nachgedacht, Vegetarier zu werden, Stefan? Lieber ein dahin vegetierender Fleischer als ein eingefleischter Vegetarier. Oh. Außerdem waren mir Leute schon immer suspekt, die sich hier Kotelett im Blumenladen kaufen. Ich sag nix mehr. Einmal die Vier und das vegetarische Hundefutter hier. Was hat denn der für eine Töle? Ein Vegetarier? Bitte? Moment hier mal bitte. Stefan, meine Schwester ist ja Kino-Vegetarierin. Hä? Die isst nichts, was in Disney-Filmen schon mal ein Lied gesungen hat. Also heute ist übrigens der Tag der Vegetarier. Darf man sich auf so ein Datum eigentlich tierisch freuen? Nicht lustig. Und nennt man eine dicke Vegetarierin eigentlich pflanzliche Fette? Also 8 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich übrigens vegetarisch. Mir sind ja Flexitarier sympathisch, die essen nur manchmal Fleisch. So fühle ich mich jedes Wochenende. Du verzichtest auf Fleisch? Sozusagen, ich lass die Sau raus. Ich geb's auf. Ich auch. Nach 32 Euro sammeln Sie Rügenwalder Veggie-Wurst-Punkte. Haben Sie eine Fleurop-Card oder sind Sie im Schweinchen namens Babe Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Ein ganz wichtiger Donnerstag. Ein Tag heute im Streit um den Ausbau der A49. Im Dannenröder Forst bei Marburg sollen die Arbeiten ja starten. Vielleicht auch schon die ersten Bäume fallen. Und durch dieses Gebiet soll dann ja irgendwann mal die A49 führen. Zahlreiche Aktivisten hatten ja deshalb den Dannenröder Forst besetzt, schon vor einiger Zeit. Sollten bis heute aber ihre Camps räumen. Wir sind heute früh da. Unsere FFH-Reporterin Anne Schmidt ist für uns vor Ort. Guten Morgen. Guten Morgen Daniel, guten Morgen Julia. Im Dannenröder Forst ist es noch sehr dunkel, es glühen aber viele Stirnlampen und es gibt erstmal einen Tee für die Aktivisten und es gibt ganz viel Unsicherheit. Ein Jahr haben viele den Wald besetzt, haben Baumhäuser gebaut und heute werden nun die ersten Bäume fallen für den Autobahnweiterbau. Ja. Noch ist es ganz leise, auf den Zubringerstraßen, da sind aber Mannschaftsbusse der Polizei unterwegs. Es heißt, die Baugesellschaft werde am anderen Ende des Waldes Bäume zu fällen beginnen, da wo es keine Baumhäuser gibt. Mhm. Und vielleicht läuft das dann glimpflicher ab. Das ist das, was die Polizei sich wünscht. Sie hat ja gesagt, sie werde die Bauarbeiten und die Bauarbeiter schützen. Mhm. Ja, also klar, die einen sind dagegen. Für andere wiederum ist dieser Ausbau der A49 ganz wichtig. Sie soll in Zukunft Gießen mit Kassel verbinden. Im Moment endet die Autobahn ja noch bei Neuental. Und genau da ist unsere FFH-Reporterin Madeleine Kassim. Was ist los bei dir, Madeleine? Also hier am Autobahnende, da liegen schon große, langgezogene Erdhügel. Also man kann schon sehen, da soll sich in nächster Zeit wieder was tun. Und ab heute wird ja auch die Autobahn zwischen Neuental und Borken für ein halbes Jahr komplett für den Verkehr gesperrt. Mhm. Viele Anwohner, zum Beispiel hier an der B3 bei Borken oder Gilserberg, die freuen sich auf diesen Ausbau und warten da schon jahrelang drauf. Denn viele, die von Nord nach Mittelhessen wollen, die fahren eben da lang und davon eben auch sehr viele Lkw. Und man kann sich vorstellen, dauerhafter Verkehr, das bedeutet dauerhafter Lärm, auch nachts. Das macht die Leute, die da wohnen, einfach mürbe. Abgesehen davon freuen sich halt viele auch auf die bessere Anbindung, wenn man zur Arbeit pendelt oder wenn man halt auch einfach mal schnell in eine Großstadt will. Mhm. Also, wir halten fest, bislang ist alles ruhig an beiden Enden der A49 und alle Infos zum Konflikt rund um den Autobahnausbau gibt es bei uns zum Nachlesen in Web und App. Unsere Reporter also heute vor Ort und die melden sich natürlich, sobald was passieren sollte. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer. Hitradio.